Freut mich, dass ihr da seid. Also, legen wir los. Es ist 18 Uhr. Herzlich willkommen zu unserem Live. Heute in einem bisschen anderen Format. Ich dachte, was kann ich euch bieten? Was können wir heute machen? Und hey, Denise, also, was machen wir heute? Zum einen haben wir das Gewinnspiel, 500 Follower auf Instagram. Ein unser Weg, euch Danke zu sagen. Wir verlosen heute diese wunderschöne Uhr. Es ist eine Certina. Mehr dazu später. Ich will ja, dass ihr dabei bleibt. Deswegen, ich habe vorher noch ein Thema. Und zwar wurde ich gefragt, ich habe mir immer überlegt, ich will, dass, wenn ihr Fragen stellt oder Vorschläge gebt, ist das immer ein bisschen besser und da kann ich drauf eingehen. Deswegen, ich habe unter einem Video von uns das hier gelesen. Und zwar, Servus Benedikt, Top-Video, vielleicht kannst du ja mal was zu Fortis machen. Ja, eigentlich wollte ich mit euch ein kleines Spielchen spielen und zwar die Frage, ich habe heute eine Uhr für, ich habe heute eine Brand für euch dabei, ein paar Uhren von der Brand. Sie hat die erste Automatikuhr auf den Markt gebracht. Also es war das erste Automatikuhrwerk, was in Serie hergestellt wurde und hat eine Krone. Als ich das gehört habe, dachte ich erstmal, ja, da werden die meisten wahrscheinlich denken, es geht um eine Rolex. Heute geht es um Fortis tatsächlich. Vielleicht dazu der Hintergrund, erste Automatikuhr. Fortis hat damals 1926 John Harwood, ich weiß nicht, ob der euch ein Begriff ist, der hat das Automatikuhrwerk in England erfunden und ist dann in die Schweiz gekommen, hat das patentiert und ist auf Fortis zugegangen, genauso wie Blancpain. Und die haben gemeinsam dann 1926 die erste Automatikuhr auf den Markt gebracht und waren damit absoluter Vorreiter. Also 1912 gegründet die Firma. Und erstes Automatikuhrwerk, echt spannende Info, wusste ich so nicht. Danke an der Stelle an unseren Freund iTom. Also kommentiert gerne, ich nehme das gerne auf. Gehe da jetzt auch noch ein bisschen tiefer drauf ein und zwar, Fortis kommt aus einem Ort, der nennt sich Grenchen. Vielleicht hat der eine oder andere das schon mal gehört. Grenchen ist ein Ort in der Schweiz und hat 17.000 Einwohner laut Wikipedia, 17.000 Einwohner. Und da sitzt Fortis tatsächlich, aber nicht nur Fortis, sondern von den 17.000 Einwohnern sind auch viele Mitarbeiter dabei von Breitling, die sitzen da auch, von Certina, unserer verlosten Uhr heute, und tatsächlich von ETA, dem Uhrwerkshersteller aus der Swatch Group. Also richtiger Hotspot bei 17.000 Einwohnern, gleich solche Funde dabei zu haben. Richtig cool. Also, Fortis, die haben tolle Uhren. Wir haben das, ihr habt das vielleicht auch schon in dem einen oder anderen Video von einem anderen YouTuber gesehen. Und zwar hat der Uhrenratgeber zum Beispiel ein Video dazu gemacht zu Fortis-Uhren. Also da kommt relativ viel, viel Content. Meistens wird diese Uhr hier vorgestellt, die Amadi. Vielleicht kennt der ein oder andere die. Wird vor allem mit der russischen Space-Organisation in Verbindung gebracht, weil die tatsächlich die ersten oder die Uhren für die Kosmonauten zur Verfügung stellen. Amadi, es hat da was mit einer Mars-Mission zu tun. Guckt es euch mal an, super spannend. Aber ich wollte mir heute mal andere Uhren angucken. Und zwar habe ich drei Uhren dabei, die wir bei uns im Schaufenster hatten. Und danke Musa. Ja, gut erblickt. Ich habe mir tatsächlich, ihr erinnert euch vielleicht aus dem ersten Live-Video, ich musste zuschlagen. Ich hatte es zwar schon angekündigt, aber wenn ich jetzt den Wrist-Check mache, stolzer Besitzer der Omega Aquaterra, ich habe zugeschlagen, gut erspäht. Also, ich habe drei Uhren von Fortis dabei und würde euch einfach mal zeigen, was da so bei rumkommt. Ich habe ein bisschen recherchiert und ein bisschen gelesen und bin jetzt am Ende mit diesen drei Modellen rausgekommen. Und zwar habe ich einmal für euch einen Stahl-Dreizeiger dabei. Das ist ein Stahl-Dreizeiger-Modell. Ich zeige das noch im Detail, eine Sekunde. Dann habe ich einen Diver für den Weltraum. Er sieht für mich als erstes aus wie ein Diver, bildet aber die Basis der Kollektion der Uhr, die mit den Russen ins All fliegt. Das ist hier die Cosmonauts. Auch cooles Design, ziemlich ähnlich. Und dann, wer mich kennt, weiß, ich stehe auf Fliegeruhren. Ich mag Fliegeruhren sehr gerne. Hier eine Fliegeruhr, ein sportlicher Flieger, die heißt Pilot Classic. Ich hoffe, man sieht das gut hier, ein bisschen mit dem Licht, sorry dafür, aber ich glaube, eine schicke Kollektion und ich starte einfach mal mit diesem Dreizeiger. Ich habe mir dazu auch ein paar Sachen aufgeschrieben und zwar dieser Dreizeiger hier von Fortis, heißt Aeromaster, kostet 1770 Euro, also 1770 Euro.
Hat ein cleanes Fliegerblatt meines Erachtens. Also ich mag sowas, so ein sauberes Blatt, wo man gut von ablesen kann. Ist ein solides Gehäuse. Also wer so eine schon mal am Handgelenk hatte, weiß vielleicht, das ist eher was für stärkere Handgelenke. Aber ist super robust verarbeitet. Also das werdet ihr gleich auch noch bei dem Diver sehen. Das ist echt ein super industrielles Design, super Verarbeitung. Aber halt eher für stärkere Handgelenke. 42 mm ist die im Durchmesser und in der Höhe habe ich zwar die Info noch nicht konkret gefunden, aber ich schätze mal, sind es rund 14 mm. Also es ist schon was für ein größeres Handgelenk. Nichtsdestotrotz, super hochwertig verarbeitet die Uhr. Was mir wirklich gut gefallen hat, die ist 200 Meter wasserdicht, also mehr als die liegt bei 150, die ist 200 Meter wasserdicht, also mit 20 Bar, obwohl sie keine verschraubte Krone hat. Also das fand ich echt bemerkenswert. Das ist echt gut verarbeitet. Ist kein Manufakturwerk drin. Da ist ein ETA-Uhrwerk drin. Ich habe nochmal nachgeguckt in Caliber Corner. Da findest du nicht so viele andere Uhren, die dieses Uhrwerk verbaut haben. Schaut mal rein. Aber ist ein ETA-Uhrwerk drin. Aber man kann schön reingucken. Also ganz gut erspäht auch an der Stelle. Hat einen Glasboden. Das gefällt mir ziemlich gut. Also du kannst reingucken und es sieht auch echt schick aus. Das wertet die Sache auf jeden Fall auf und gibt auch diesem Industrial Design nochmal ein bisschen mehr Gewicht. Also der Glasboden ist besonders und trotz der nicht verschraubten Krone 200 Meter wasserdicht. Also das spricht echt für eine gute Verarbeitung an der Stelle. Die lässt sich auch gut drehen, also gefällt mir echt gut. Das Armband genauso solide, also wer das schon mal in der Hand hatte, kann ja mal schreiben. So ein schön feingliedriges Dreireiher-Armband. Was ich immer gut finde, ist, wenn die Glieder verschraubt sind. Vielleicht seht ihr das, da sind keine Stäbe drin, die man raushämmern muss, sondern das ist verschraubt. Das bedeutet, ja, höhere Qualität, bessere Verarbeitung. Passt einfach alles zusammen mit diesem industriellen Design meines Erachtens. Das Blatt vielleicht nochmal, ist typisch Flieger, große Zeiger, gut lesbar, gefällt mir richtig gut. Zu der Day-Date-Funktion sage ich gleich noch was beim nächsten. Ansonsten, die Schließe hat eine Tauchextension, auch wenn 200 Meter nicht unbedingt, ja, ist ja nicht mal eine Lünette drauf oder so, also soll nicht unbedingt getaucht werden, aber trotzdem so eine Dive-Extension dabei, hat der Diver gleich auch. Das ist echt hochwertig, echt gut. Und ja, das ist die Aeromaster, nennt die sich. Ist für mich eine schicke Stahl-Dreizeiger-Variante für ein stärkeres Handgelenk. Für 1770 Euro, also 1770 Euro, sicherlich nicht mehr ganz Einsteiger, aber du kriegst halt echt viel für das Geld. Also mit dem Glasboden, dem industriellen Design, gute Wasserdichtigkeit, das Saphirglas ist tipptopp. Also das an der Stelle, genau, was kostet der Spaß? 1770 Euro für diese Dreizeiger-Variante. Ich würde weitermachen mit der Cosmonauts, die Official Cosmonauts. Ich glaube, die Uhr, mit der die tatsächlich ins All fliegen, ist ein Chrono von dieser Baureihe. Ich finde, ich habe ihn jetzt einfach mal Diver für den Weltraum getauft, weil du hast diese Lünette, du kannst damit also das Timing machen, du hast eine ganz gute Lesbarkeit, auch hier das industrielle Design, das Schwarz ist ein ziemlich mattes Schwarz, das gefällt mir echt gut und dann hast du eine coole Schrift, also die Schrift ist nicht immer gleich und sehr simpel gehalten, ohne Serifen, gefällt mir echt ganz gut. Gradlinige Zeiger, also da wird sich aufs Wesentliche konzentriert. Und ja, jetzt komme ich zu der Day-Date-Funktion. Und zwar hier, auch hier seht ihr, ihr seht hier Friday 13. Das erstmal auf ihren Packshots, die wir bei uns im Shop hochladen. Die Packshots kommen vom Hersteller manchmal. Und da hat Fortis tatsächlich auf diesen Uhren Freitag den 13. als Datum angegeben. Das fand ich ganz witzig. Deswegen habe ich es hier einfach nachgestellt. Aber grundsätzlich, die Day-Date-Funktion ist daher besonders, weil wenn du die aufdrehst und zur Seite drehst und guckst, okay, ich will den nächsten Tag einstellen, dann fängst du an bei Mon für Montag, drehst weiter und dann kommt wieder Mon. Und dann drehst du weiter, dann kommt Dean oder die und dann drehst du nochmal weiter, dann kommt Tue. Also Tuesday. Das heißt, die Day-Date-Funktion, also vor allem die Tagesfunktion, gibt es sowohl in Deutsch als auch in Englisch. Das hat mir echt gut gefallen. Also da hat einer mitgedacht, zwei Märkte oder mehrere Märkte zu bedienen. Und das habe ich noch nie gesehen. Das fand ich echt cool. Vielleicht gibt es ja noch eine andere Uhr, die ihr kennt. Schreibt es gerne in die Kommentare, falls ihr da was findet. Aber ja, das dazu. Die Lünette, da würde ich noch ganz kurz darauf zu sprechen kommen. Die Lünette ist
relativ unscheinbar, würde ich jetzt mal sagen. Also ich finde sie nicht sehr groß, ist nicht sehr prominent, ist jetzt auch, soll ja auch eigentlich kein richtiger Diver sein, sondern ins Weltraum, in den Weltraum fliegen. Aber sie ist gut verarbeitet. Also ist ein 120-Klick-System und die fühlt sich gut an. Ist einseitig drehbar, also um Sachen zu timen. Mir persönlich gefällt sie ziemlich gut. Ihr müsst mal einen Blick drauf werfen. Auch da der Preis 1780 Euro. Und dafür einen schicken Diver, auch wieder hier, ne, das Stahldesign ist fast das gleiche, ist auch bei 42 mm, obwohl sie nebeneinander, ehrlich gesagt, ein bisschen größer wirkt, meines Erachtens. Ja, wenn ich es jetzt so sehe, würde ich gar nicht mal sagen, dass es so viel größer wirkt, aber ist auf jeden Fall der gleiche Durchmesser mit 42 mm und trägt sich echt angenehm auch da wieder, vor allem wegen der Hörner, also wenn ihr das mal seht, hier die Hörner, diese Teile, die machen die Uhr relativ groß. Manche andere Uhren flachen dann sehr schnell ab, sodass es sich geschmeidig anpasst. Bei der Uhr ist das robust, eher für ein starkes Handgelenk. Hört sich crispy an. Genau so ist die Lünette. prima. Lünette einseitig drehbar, sauber verarbeitet. Also auch das eine coole Uhr. Und wie gesagt, wir wollten noch einen Flieger. Der hat mir auch richtig zugesagt. Das ist ein sportlicher Flieger, habe ich ihn getauft. Ist die Pilot Classic Serie. Hier in einem relativ eleganten Style mit der kleinen Sekunde, wenn ihr sie seht, auf 6 Uhr. Große Zeiger, die erlauben natürlich, dass das Ziffernblatt sehr gut lesbar ist. Ein großes Dreieck auf 12 Uhr gibt Orientierung. Datum auf 6 Uhr hat mir echt gut gefallen, sehr elegant. Große Ziffern. Das Band hat mich eigentlich als erstes angesprochen, ist so ein Textil-Style-Band. Auf der Innenseite mit Leder, also deswegen super hoher Tragekomfort. Und ihr seht auch hier, ist ein Glasboden drin, deswegen kannst du ins Werk reingucken. Da muss ich sagen, ich finde den Rotor einfach ein bisschen zu groß geraten. Wenn man den Rotor ein bisschen kleiner gemacht hätte oder irgendein noch ein Designelement da reingepackt hätte, dann wäre das ein richtig, richtig attraktiver, ich finde den auch so attraktiv, sonst würde ich ihn euch nicht vorstellen, aber trotzdem, das wäre nochmal das i-Tüpfelchen gewesen. Das ist die günstigste Uhr in der Serie hier mit 1650 Euro. Auch wieder super hochwertig. Wieder ein ETA-Werk verbaut, wenn mich nicht alles täuscht. Bis 50 Meter wasserdicht, also spritzwasserdicht und ja, einfach ein Flieger hier. Rotor, Saphirglas. Genau, das Saphirglas ist auf allen Uhren drauf, ist schön gerade größtenteils bei den meisten und ist antireflektiv. Das heißt, egal aus welcher, also jetzt hier mit unseren Lichtbedingungen ist das natürlich, aber ihr seht trotzdem hier, es reflektiert nicht so stark wie andere. Du kannst die Uhrzeit größtenteils eigentlich noch lesen. Das heißt, da haben die so eine anti-reflective Coating draufgepackt. Relativ schön, ne? Finde ich auch. Schreibt gerne mal rein. Ich würde ganz gerne mal von euch wissen, welche dieser drei Varianten gefällt euch am besten? Also schreibt gerne in die Kommentare an die Seite oder unten. Dann trinke ich einen kurzen Schluck und dann kann ich mal sehen, welcher von den dreien euch am besten gefällt. Der Dreizeiger, der Diver für den Weltraum oder der Flieger? Was denkt ihr? Pilot, cool. Ich bin auch Fliegerfreund. Dreizeiger. Was eine Glashütte kostet, müssen wir nochmal gucken, weiß ich nicht. Kommt auf die Uhr an. Zeigt mal alle nebeneinander. Ich zeige euch alle nebeneinander. Also hier der Dreizeiger, hier der Diver und hier der Flieger. Diver, Flieger, Diver. Flieger ist super. Das stimmt. Man trägt sie und guckt nicht nur aufs Werk. Das stimmt. Guter Punkt. Im Alltag. Der Diver ist zeitlos und super robust. Also das muss ich wirklich sagen. Ich hatte die noch nie in der Hand, die Uhren, und habe diese Woche ein bisschen Zeit mit denen am Handgelenk verbracht. Ich werde auch die nächsten Tage ein bisschen was auf Instagram posten. Super cool, also gefällt mir echt gut. Diver, zeitlos. Also ist doch ein gemischtes Bild, finde ich richtig gut. Die scheinen da mehrere Märkte auch zu treffen. Das finde ich an der Stelle echt gelungen. Also ich drücke da den Jungs von Fortis die Daumen. Wenn euch die Uhren richtig gut gefallen, sagt natürlich Bescheid. Ich bin da gerne erster Ansprechpartner. Aber freut mich erstmal, dass euch das soweit gefallen hat. Also ein bisschen was zu Fortis gelernt. Erstes Automatikuhrwerk der Zeitgeschichte eigentlich mit John Harwood. Bisschen Uhrmachergeschichte gelernt heute. Und ja, aus Gränchen, Fortis, schaut vorbei. In der Endversion gibt es unten noch die Links und dann könnt ihr euch da nochmal die Produkte angucken. Super. Flieger. Jetzt ist ja doch viel Flieger. Ja, finde ich super.